Hey Freunde, damit ein herzlich willkommen zurück bei eurem Tjulfa und herzlich willkommen zu einer weiteren Backrooms Reaction. Das letzte Video ist ja richtig gut bei euch angekommen, wo wir gesehen haben, dass auch in den Backrooms von Kane Pixels einige richtig eklige Entities unterwegs sind. Wir hatten ja bis jetzt noch keine davon gesehen, in keinem Video war bis jetzt wirklich eine drin. Wir haben Hinweise gesehen, aber bisher noch keins von den Monstern erlebt, aber jetzt sind die auch hier in diesem Universum angekommen und wir haben jetzt hier noch den Backrooms Report. Ich weiß noch nicht genau, worum es da geht. Ich hoffe, vielleicht ein bisschen um eine Zusammenfassung aus den Pitfalls. Darüber, wie jetzt da das erste Mal ein Monster aufgetaucht ist oder so. Bin sehr gespannt, was in dem Video drin ist. Lasst gerne immer einen Daumen nach oben auf das Video da. Würde ich mich sehr freuen. Abonniert den Kanal, damit ihr in Zukunft keine Videos verpasst. Und wir gehen jetzt mal rein. Backrooms Report. Mal sehen, was wir hier so sehen werden. Okay, das Ganze startet. Wo ist das? Oh, wir hören. Das ist das Tape aus dem letzten Video. Wie er wegrennt. Okay, also es geht wirklich um das Tape. Um die Entity, die da gefunden wurde. Und jetzt schauen wir mal, was sie daraus machen. Was ist das? Achso, das. Ah, die sind in den Backrooms. Sind das die Leute? Haben die den einen noch gerettet? Ich hoffe schon. Wer ist er denn? Haben wir den schon mal gesehen? Ich glaube nicht, ne? Diese Tapes sind so gut gemacht, ne? Jetzt haben wir hier irgendeinen Professor oder sowas. Okay, der ist... Ah, okay, ich dachte gerade schon, geht er durchs Exit jetzt durch oder wo will er hin? Die spielen irgendwas ab. Schauen sich irgendwas an. Und was? Oh, ich dachte gerade, es öffnet sich eine Tür zu den Backrooms, aber es ist ein Fahrstuhl. Alright. Ich war kurz verwirrt. Okay, es gibt ein paar Sachen, die wir gleich auf jeden Fall noch analysieren müssen. Die schauen sich das Tape an, okay. Das ist die Stelle. Da taucht das Vieh auf. Und dann sagt er jetzt, das ist kein Mensch. It's not a person. Sondern was auch immer es ist. Analysieren die das jetzt genau? Turbo creepy einfach. Ey, es fühlt sich mittlerweile an wie ein Film, Leute. Ich sag euch ganz ehrlich, ne? Krass. Was ist sein Auftrag eigentlich? Wo geht er hin? Also was hat er vor? Oh. Warum ist da ein Telefon in der Wand?
What? Okay, ja, ich bin jetzt ein bisschen confused. Mit wem hat er da gerade gesprochen? Okay, wir sehen wieder die Backrooms von innen. Das Base-Level natürlich. Oder ist ja Ebene 0, wie ich ja auch gelernt habe. Ich dachte immer, das ist schon Ebene 1, aber das mit den gelben Wänden hier ist tatsächlich Ebene 0. Der Start der Backrooms, wo alles losgeht und anfängt. Und jetzt sind wir hier wieder... Ah, okay. Hier ist dieser Startbereich, wo jetzt auch dieses rote Band ist, von wo aus wir die Backrooms eigentlich erkunden. Wie wir auch im letzten, in der letzten Reaction gesehen haben. Oh, verschließen die jetzt diesen Teil der Backrooms? Yo, was? Okay, smart auf jeden Fall. Aber ich glaube nicht, dass so eine Holzwand die Entity aufhält. Davon mal abgesehen. Okay, krass. Die verschließen diesen Teil der Backrooms einfach komplett. Damit das Vieh da nicht rauskommt. Okay, was haben wir hier? Irgendeine Schaltungszeichnung oder so, so wie das aussieht? Irgendeine elektronische Schaltung? Für was? Bauen die jetzt noch ein elektrisches Tor hier auf, oder was? Sieht so aus, hä? Ja. Sicherheitstore. Sicherheitstore, um im Falle des Falles alles hermetisch abzuriegeln, damit nichts aus den Backrooms entkommen kann. Krass, okay. Jo. Das war's. Also fangen wir erstmal mit ein paar wichtigen Sachen an, Leute. Wir haben im letzten Video ja gesehen, wie der eine, wie nenne ich ihn? Ja, jedenfalls einer von den Leuten, die Backrooms erkunden, ist ja in dieses Loch reingefallen, wurde dann aber, hat es geschafft, von seinen Kollegen zumindest ein bisschen, ein Stück wieder hochgezogen zu werden, nachdem er von der Entity verfolgt wurde. Der scheint es auf jeden Fall rausgeschafft zu haben. Wir haben ja wieder vollzählig unsere 4 Researcher, die es rausgeschafft haben aus den Backrooms, weil da gab es ja keine Auflösung. Ja, der wurde wieder so ein Stück hochgezogen in dieses Loch rein, wo er runtergefallen ist. Aber es wurde nie gezeigt, ob er es wirklich aus den Backrooms rausgeschafft hat und ob er unverletzt ist oder so. Weil er ist ja auch irgendwie gestürzt. Er ist ja erst das komplette Loch runtergefallen und so. Aber es scheint ihm weitestgehend gut zu gehen. Auf jeden Fall konnte er noch selbstständig hier zum Ausgang laufen. Also das haben wir auf jeden Fall schon mal geklärt aus dem letzten Video. Dann sehen wir hier jetzt irgendwie den Kollegen. Man kann das Name-Tag nicht so richtig lesen. Ich habe hier schon auf Full HD gestellt. Man kann es nicht so richtig erkennen. Den haben wir bis jetzt noch nie gesehen. Ich denke mal, das ist irgendwie ein Beauftragter oder Chef von dieser Async Foundation oder wie das Ding heißt. Oder Async Research heißt das ja, glaube ich. Die haben die Backrooms ja erstens erschaffen und zweitens erkunden die sie jetzt. Für diejenigen, die das noch nicht wussten, oder noch nie mitgekriegt haben. Der Grund, warum es die Backrooms überhaupt gibt, war ein Experiment, bei dem im Grunde genommen mehr Lager und Wohnraum erschaffen werden sollte für die Menschheit. Ist dann halt hier unendlicher Lager und Wohnraum geworden und der Zugang und Eingang und die Entstehung der Backrooms und mit all den Biestern, die da drin lauern. So ist das Ganze passiert. Also es ist wirklich einfach nur ein Experiment, bei dem, ich meine, wir haben jetzt unendlich große Räume mit unendlich viel Lagerraum. Nur es ist da drin halt turbogefährlich. Deswegen sind die Backrooms vielleicht nur ein teilweiser Erfolg, was zumindest den experimentellen Standpunkt anbelangt. Aber wie gesagt, der Typ hier ist, denke ich mal, ja, irgendwie hier auf jeden Fall einer von den hochrangigeren Persönlichkeiten in Async Research, denn so sieht er auf jeden Fall aus. Ansonsten haben wir dann jetzt noch den Kollegen hier, der halt irgendwohin auf dem Weg ist. Den sieht man die ganze Zeit im Video, wie er durch die Gänge von Async läuft, denke ich mal, und irgendwohin läuft. Wir wissen nicht wohin die ganze Zeit, wir sehen ihn nur laufen, er fährt Fahrstuhl, er geht irgendwohin und am Ende ist dann einfach hier random in irgendeinem Stockwerk so eine Kommunikationsanlage in der Wand. Da ist auch ein Mikrofon. Ich denke mal, von da aus kann man bestimmt auch Durchsagen im ganzen Gebäude machen. Aber wir sehen ihn. Also es muss wichtig sein.
wie er durchs ganze Gebäude läuft, irgendwann hier oben ankommt, macht hier auf, grabt das Telefon und redet direkt mit irgendjemandem. Keine Ahnung mit wem. Vielleicht hat er auch das Tape gesehen, wo die Entity zum ersten Mal auftaucht und hat dann den Auftrag bekommen, hier hochzugehen und kommuniziert irgendwie von hier oben mit den Leuten, die dann schlussendlich, was wir dann am Ende sehen, denn das muss das Ergebnis von diesem Telefonat sein. Wir sehen im ganzen Video hier, wie zwei Leute hier, zwei Wissenschaftler dieses Tape analysieren. Ne, die gucken das Tape an, das Tape kennen wir ja schon, wo dann unser Freund die Entity zum ersten Mal auftaucht in den Backrooms. Es ist das erste Mal, dass die Leute hier eins von diesen Biestern sehen und das ist ja auch nur eine der Versionen. Es gibt ja viele verschiedene Entities in den Backrooms, also es wird noch sehr interessant. Mal sehen, was wir noch sonst für Tapes haben. Der Kanal von Kane Pixel ist natürlich auch in der Beschreibung verlinkt, wenn ihr euch die Videos nochmal anschauen wollt. Und wie gesagt, dann ist der Kollege halt hier oben mit irgendwem am Telefonieren. Ich denke mal, er hat auch dabei mitgewirkt, das Tape zu analysieren. Wir haben die Entity gesehen und das muss die Schlussfolgerung sein aus allem, was in diesem Tape passiert. Denn anschließend sehen wir hier das, was wir auch im letzten Tape gesehen haben, von wo aus die Researcher loslaufen mit diesem roten Band, um natürlich immer den Rückweg zu finden. In Backrooms verläuft man sich natürlich sehr, sehr schnell und damit retten sie ja dann auch ihren Kollegen und ja, das hier wird alles abgerissen, platt gemacht, von hier aus wird keine Research mehr stattfinden, denn dann wird hier einfach alles zugenagelt und abgesichert, denn sofern unsere Wissenschaftler bis jetzt wissen, sind nur in diesem Bereich, jedenfalls soweit sie bis jetzt wissen, nur in diesem Bereich der Backrooms, diese Monster, diese Entities ansässig. Ja, wir haben ja bis jetzt noch nicht so viel von den Backrooms erkundet, da wird natürlich noch mehr hinzukommen und das ganze Ding wird ja halt komplett dicht gemacht, ja, komplett zugenagelt. Ich glaube zwar nicht, dass das irgendwas Größeres auffällt, aber wie auch immer. Und anschließend sehen wir dann noch hier diese Zusatzsicherheitsinstallation, die in diesem Überwachungsraum angebracht wird. Den Überwachungsraum haben wir schon ein paar Mal gesehen und jetzt haben wir hier halt noch so ein zusätzliches Tor aus Stahl, so wie das aussieht, was komplett hochfährt. Und ich denke mal, diese Wand ist auch ziemlich stabil. Das ist auf jeden Fall nicht nur so eine Holzwand, wie an diesem einen Eingang, sondern hier ist auf jeden Fall für Sicherheit gesorgt. Denn unsere Wissenschaftler betreten ja die Backrooms nicht dadurch, dass die irgendwo reinklippen, so wie wir das eigentlich kennen. Oh, ups, ich habe mich an die falsche Wand angelehnt. Scheiße, bin in den Backrooms. Die Wissenschaftler haben ja wirklich einen Zugang. Die haben ein Tor. Die haben eine Tür, die sie öffnen können und die Backrooms betreten können. Also sichern sie natürlich alles so gut sie können ab, damit nichts aus den Backrooms nach draußen kommt. Das ist alles an Infos, was wir jetzt hier rausbekommen. Die Wissenschaftler wissen jetzt, jo, in den Backrooms ist irgendwas, was da auf keinen Fall raus darf. Das sind bis jetzt die Infos, die Kollegen haben. Da kommt natürlich noch einiges auf die zu. Ich bin echt gespannt, was wir hier noch sehen werden. Und die Produktionsqualität ist mittlerweile so krass hier von den Videos von Kane Pixel. Echt richtig, richtig gut. Deswegen checkt das auf jeden Fall mal aus. Wie gesagt, der Link ist in der Beschreibung. Könnt ihr euch alle Tapes nochmal anschauen. Und ich bin echt gespannt, was wir als nächstes sehen werden. Es ist so, so cool. Und ja, lasst mich gerne eure Meinung zu diesem Tape wissen. Was denkt ihr dazu, was wir hier so gesehen haben? Und was denkt ihr, wie es weitergeht? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wir sehen uns natürlich im nächsten Video wieder. Euer Tjöber verabschiedet sich an dieser Stelle. Wir sehen uns im nächsten Video. Könnt ihr euch immer hier drüben noch was aussuchen? Hier oben gerne ein Abo dalassen. Und wir sehen uns dann. Macht's gut und bis dahin.